Und das dritte Video heute. Hui, da kommt man ja kaum hinterher, aber so darf es gerne bleiben, oder? Schließlich kann man nie genug von Miraculous haben. Dieses Mal geht es um das neue Intro für den Film. Von daher ist dieses Video auch ein klein wenig kürzer als sonst, aber auch im Intro lassen sich spannende Dinge entdecken. Gleich am Anfang sieht man, dass es sehr digital angehaucht ist, was auch zu dem Technopiraten passen würde. Wir sehen New York in digitaler Form von oben und über der Stadt befindet sich eine Box, die sich im Kreis dreht. Eine weitere Miraculous Box? Na, wer weiß. Über dieser Box wiederum befindet sich ein Sternenhimmel, an dem wir verschiedene Tiere sehen und auch das würde dafür sprechen, dass sich in dieser Box vielleicht weitere Miraculous und damit Kwamis befinden würden. Das würde bedeuten, dass auch die amerikanischen Helden ihre Kräfte aus dem Miraculous beziehen. Als nächstes sehen wir so etwas wie Eisstatuen. Eine bessere Bezeichnung dazu würde mir auf die Schnelle nicht einfallen. Könnte natürlich auch Glas sein. Diese Hand ist natürlich deswegen interessant, weil sie wie auch Adrian einen Ring am Finger hat. Und auch den Stab sowie sein ikonisches Glöckchen sieht man, weswegen man wohl davon ausgehen kann, dass es sich um Cat Noir handelt. Hier haben wir vermutlich Ladybug, wenn man sich die Frisur und vor allem natürlich auch das Jojo in ihrer Hand ansieht. Und schließlich das mega schicke neue Miraculous World Logo. Was sagt ihr zu diesem Intro? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn ihr neu auf meinem Channel seid, dann lasst gerne ein Abo da, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und wie immer, bis zum nächsten Mal!